Ihr seid bei Vanessas Vlog und heute nähe ich eine Mütze. Und ja, für diese Mütze werdet ihr auch das Schnittmuster bekommen. Das stelle ich euch zur Verfügung. Also schaut mal in die Infobox, da habe ich euch den Link reingestellt. Das Schnittmuster bzw. die Mütze könnt ihr in den Größen 62, 68 und 74 nähen. Beziehungsweise die Kopfgröße passen zu diesen Kleidergrößen, was auch immer das dann bedeutet. Und ich nähe die Mütze heute in Größe 74. Das wird ein Geschenk für einen neuen Erdenbürger, der demnächst geboren wird. Unsere kleine Ella hat nämlich schon so ein Teil. Und dementsprechend wird diese verschenkt. Und ja, ich habe schon folgende Teile zugeschnitten. Einmal ist das hier das Mützenteil, wieder mit diesen vier Gipfeln, also so ein klassisches Mützenschnittmuster. Das habe ich zweimal zugeschnitten, einmal außen, einmal innen. Also die Mütze hat ein Futter quasi oder ist zum Wenden, wie man es nimmt. Und dann habe ich aus dem Ringelstoff, also ihr könnt Jersey nehmen oder Bündchenstoff, einen Streifen zugeschnitten für das Bündchen. Wie gesagt, einfach dem Schnittmuster entnehmen und dann kann es losgehen. So, wir fangen mit den Mützenteilen an. Beide Teile werden gleich genäht. Der äußere Gipfel links wird auf den nächsten Gipfel geklappt, rechts auf rechts. Und der äußere Gipfel rechts wird auf den nächsten Gipfel geklappt, rechts auf rechts. So, schön passig aufeinander legen. Und dann werden jetzt diese Außenkanten als erstes zusammengenäht. Wobei ihr darauf achten sollt, dass hier unten in den Ecken die Naht ganz leicht ausläuft. Also nicht einfach hart gegen die Kante laufen lassen, die Naht, sondern schön rund auslaufen lassen, damit die Mütze auch schön rund wird und hinterher nicht so komische Beulen an der Naht entstehen. Und auf dieser Seite genauso. So, also schön sachte auslaufen lassen und auf der anderen Seite machen wir das genauso. So, und wenn ihr diese beiden Hälften genäht habt, dann klappt ihr die beiden rechts auf rechts zusammen. Und dann näht ihr hier oben die Kopfnaht in eins durch. Hier an der Seite wieder schön auslaufen lassen. Und wenn ihr hier oben über die Nähte drüber näht, darauf achten, dass die Nähte auseinander gestrichen sind und schön genau aufeinander liegen.
So, damit wäre das eine Mützenteil schon fertig. Und das andere näht ihr genauso, logischerweise. Da müsst ihr dann aber noch darauf achten, dass ihr bei der einen Naht, bei der Kopfnaht, eine Wendeöffnung lasst, damit wir die Mütze später wenden können. Ansonsten genauso zusammennähen, wie ich es gerade gezeigt habe. Das mache ich jetzt mal eben. So, meine beiden Mützenteile sind fertig. Und als nächstes nähe ich jetzt das Bündchen. Und hier wieder das Bündchen rechts auf rechts legen, so dass die kurzen Seiten aufeinander liegen. Wenn ihr auch so geringelten Stoff habt, achtet darauf, dass die farbigen Streifen genau aufeinander liegen, sonst sieht das doof aus. Und dann nähen wir diese kurze Seite einmal zusammen, so dass wir einen Schlauch bekommen. So, dann einmal das Bündchen flach hinlegen, die Naht auseinanderstreichen und umklappen, sodass die Naht genau aufeinander liegt. Umstülpen. So, dann ist das Bündchen im Prinzip schon fertig. Und jetzt markieren wir uns Viertel auf dem Bündchen. Und bei den Mützenteilen machen wir das auch. Wobei da ja im Prinzip durch die Nähte, die hier auslaufen, die Viertel schon vorgegeben sind. Also das ist, denke ich, ausreichend. So. Und dann nehmen wir die beiden Mützenteile und stülpen die quasi ineinander, sodass die rechten Seiten aufeinander liegen. Und zwischen diese beiden Stoffschichten kommt dann das Bündchen.
Ich mache das so, dass das Bündchen, die Naht von dem Bündchen zwischen den Nähten von der Kopfnaht von der Mütze liegt. Und dann auch hier alle Schichten zusammenstecken. So, alles zusammengesteckt und dann nähen wir diese Schichten einmal rundherum zusammen. Immer dran denken, schön auf Spannung halten, damit das Bündchen gleichmäßig gerafft ist. So, die Mützenteile sind fertig zusammengenäht und hier ist meine Wendeöffnung und jetzt wenden wir das Ganze einmal. Da habe ich vergessen, eine Stecknadel rauszunehmen. So sieht das Mützchen dann aus. Von innen wie von außen. Und die Wendeöffnung schließen wir jetzt noch mit einem Matratzenstich und dann ist die Mütze fertig. So, die Babymütze ist fertig. Also das ist wirklich eine super hochwertig gearbeitete Mütze. Dadurch, dass man Futter hat, sieht man keine Nähte. Und wenn man jetzt anders als ich zwei verschiedene Jersey-Stoffe benutzen würde, dann hätte man auch eine super Wendemütze mit zwei verschiedenen Farben oder wie auch immer und könnte die mit beiden Seiten nach außen tragen. Also das ist wirklich ein super Teil und ja, wenn ihr die nachmachen möchtet, den Link für das Schnittmuster findet ihr unten in der Infobox. Die gibt es in drei Größen und probiert es einfach mal aus. Viel Spaß dabei. Wenn Fragen sind, kein Problem, immer gerne. Und ja, abonniert meinen Kanal und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, habt eine gute Zeit und bis bald.